Zahltag. Ich wusste, ihr würdet mich brauchen. Nimm das, du Wurm! Du willst es nicht anders. Ich werde mich selbst um dich kümmern. Für Tod und Glorie. Das Horn Grimli Hammerhans soll erschallen in der Klamm. Ein allerletztes Mal. Männer, dies möge die Stunde sein, da wir gemeinsam Schwerter ziehen. Auf zu Zorn, auf zu Verderben und blutig morgen! Endlich treffen wir uns, Grimli. Deine letzte Stunde hat geschlagen. Wirst du büßen, verdammte Göre! Mit diesen Worten hauchte Grimli, der Zwergenkönig, sein Leben aus. Ein wohlverdienter Sieg für das Böse. All die Sagen und Geschichten, die sich um gute Helden ranken. Solch Quatsch. Am Ende wird immer das Böse triumphieren. Zeit, meinen Sieg auszukosten! Talia, was hast du getan? Du hast Grimli getötet? Dafür werde ich dich bestrafen müssen. Bleib, wo du bist. Ich bin in ein paar Stunden bei dir. Offenbar war Thanos alles andere als begeistert von den Taten seiner Ziehtochter. Das einsichtige Böse wusste, dass eine Konfrontation noch nicht ratsam war und befahl Talia, nach Westen zu reisen. Immer nach Westen. Wir könnten aber auch auf Vater warten und versuchen, ihm das Ganze zu erklären. So naiv kann doch noch nicht einmal meine gute Seite sein. Er wird mir das Fell abziehen, wenn er mich jetzt in die Hände bekommt. Solange seine Wut nicht verraucht ist, sollte ich ihm keinesfalls unter die Augen treten. Leider muss ich da meinem bösen Ich mehr oder weniger zustimmen. Wir sollten erst einmal Gras über die Sache wachsen lassen. Oho, gut und böse einer Meinung. Das ist ein seltener Glücksfall, würde ich sagen. Also nahm man die Beine in die Hand. Hinderlich wie überall war hier der eigene Todesfall. Nachdem den Zwergenkönig Grimli ein vorzeitiger Tod durch die Armeen des heldenverprügelnden Bösen ereilt hatte,
machte sich Talia aus dem Staub. Sie zog mit den bösartigen Kreaturen in die Tunnel und Minen von Stahlschmiede, die mit den entferntesten Orten der Welt verbunden waren. Die überstürzte Abreise erwies sich als goldrichtig, denn schon kurz darauf erschien Thanos auf der Bildfläche und mit ihm eine gewaltige Armee des Guten. Als er den leblosen Körper seines Freundes sah, schrie er seinen Zorn in die Welt. Wie es überemotionale Helden nun einmal zu tun pflegen, während die Kamera langsam aufwärts zoomt. Einige Stunden später fand sich Thanos zusammen mit seinen verbliebenen Mitstreitern in einem Zelt ein. Wir geben nun in etwa das wieder, was besprochen wurde. Mimimimi, das Böse wird uns vernichten. Wir sind verloren. Jammer, jammer, jammer. Und noch andere Dinge dieser Art. Letztlich rief Thanos seine Mitstreiter zur Ruhe auf und befahl ihnen, in ihre Reiche zurückzukehren und deren Verteidigung aufzubauen. Sie taten also das, was halt alle guten Völker so machen: sich hinter dicken Mauern ängstlich verschanzen und zu hoffen, dass der Sturm vorbeizöge und andere träfe. Wie überaus edelmütig. Thanos sandte unterdessen Späher aus, um seine dem Bösen verfallene Schülerin aufzuspüren. Talia hatte sich in der Zwischenzeit durch die Minen von Stahlschmiede geschlagen, dabei aus Versehen eine Armee erweckt und war vor einem peitschenschwingenden Dämon geflohen. Was einem halt so passiert, wenn man in zwergischen Tunneln unterwegs ist. Immerhin hatten sie Thanos und seine Armee hinter sich gelassen und bewegten sich nun unbehelligt durch das Hinterland, darauf brennend, Chaos und Schrecken zu verbreiten und ein bisschen Entsetzen. Das Ende von Burgers End. Nach dem unrühmlichen Ende von Grimli hatte sich die Armee des hinterlistigen Bösen durch die Minen von Stahlschmiede geschlagen, um den Streitkräften und dem Zorn Thanos zu entgehen. Die alten Schächte brachten sie in die Nähe der verfressenen Stadt Burgers End. Talia und die Armeen des alles verspeisenden Bösen hatten die Minen von Stahlschmiede hinter sich gelassen, fernab von Thanos und seinen Schergen. Die Tunnel brachten sie ganz in die Nähe der Stadt Burgers End, im Hinterland des Reiches. Burgers End war bekannt für seine gefräßigen Helden. Genauer gesagt war deren Appetit legen, warte, es kommt gleich, der. Sie stopften so viel in sich hinein, dass die Stadt mehrmals täglich mit Essen aus dem Umland beliefert werden musste. Wahre Geschichte. Mit diesen Vielfraßen werden wir doch spielend fertig. Los, Kreaturen des abartigen Bösen! Macht diese Gourmands alle! Dieser überstürzte Angriff war keine gute Idee, wie die Kreaturen des sie verheizenden Bösen allzu schnell erfahren mussten. Denn diese gut genährten Krieger erwiesen sich als überaus schlagkräftig und zerlegten die anrückenden Horden mit erschreckender Geschwindigkeit. Hätte besser laufen können. Natürlich machte so ein Kampf auch hungrig. Doch glücklicherweise erschien kurz nach dem Zusammenstoß ein Transport, voll beladen mit Essen. Schnell ratterte es im bösartigen Hirn des hinterlistigen Bösen. Was wäre, wenn diesen Transporten ein Unglück auf dem Weg zur Stadt geschehen würde und die Stadt plötzlich ohne Nahrung dastünde? Heimtückisch kicherte es in sich hinein. Diese Holzstapel konnten vielleicht als Straßenblockade genutzt werden, wenn man sie mit ein paar beherzten Schlägen in Bewegung versetzt hatte. Das würde den Nahrungstransport noch einmal deutlich erschweren. Okay, dann hungern wir die Schweine aus. Ein genialer Plan. Oh, müssen wir das machen? Ich fühle mich noch ganz schlecht, weil wir Grimli getötet haben. Ich bin überrascht. Ich dachte, diese böse Tat würde endlich den guten Teil in mir auslöschen.
Ich muss dich wohl noch eine Weile länger ertragen. Diese schizophrenen Monologe stören etwas. Sie hindern mich daran, noch viel mehr zu sagen. Nicht das Schlechteste, wenn ich die Rezensionen des letzten Teils so anschaue. Was? Wie kannst du es? Was für eine Frechheit. Darüber reden wir noch. In seiner grenzenlosen Genialität hatte das umsichtige Böse Talia ein paar Gobobots zur Verfügung gestellt, deren Kampfstärke sich als äußerst nützlich erweisen würde. Diese waren gerade... Ja, Moment, wo waren die eigentlich? Ja, die hätten mir angeblich gestern zugestellt werden sollen. Aber der Postbote hat mir nur einen Zettel am Dungeon-Eingang hinterlassen, dass er mich nicht angetroffen hat. Dabei war ich die ganze Zeit hier. Einmal mit Profis arbeiten. Einmal nur. Ach, bitteschön, einmal nur mit Profis arbeiten. Tief durchatmen. Erinnere dich daran, was sie dir beigebracht haben. Du willst nicht schon wieder Elektroschocks bekommen. Gut, also. Das übellaunige Böse warf kurzerhand zwei Gobobots in den Dungeon. Dann machte es sich auf die Suche nach diesem Lieferboten und vermöbelte ihn nach Strich und Faden. Der Vorstoß der Armeen des gemeingefährlichen Bösen war den gefräßigen Helden von Burgers End nicht entgangen, als sie zwischen zwei Mahlzeiten einmal den Kopf hoben. Sofort schickten sie Späher und Kampftrupps in Richtung des Dungeons aus. Mit diesen verfressenen Schweinen werden wir doch spielend fertig. Wir könnten doch auch friedlich mit ihnen umgehen, oder? Das war ein hehrer Gedanke der guten Talia. Die Helden von Burgers End waren beim Essen nicht wählerisch. Und Dunkelelfenfinger galten als Delikatesse. Oh, widerlich. Okay, machen wir die Schweine platt. Gute Entscheidung. Das Bösartigkeit sammelnde Böse hatte, naja, Bösartigkeit gesammelt. Verdammte Partizipien. Wie auch immer, es hatte alsbald die Möglichkeit, Gobobots zu erforschen, um diese in Zukunft selbst seinen Reihen hinzufügen zu können. Diese recht hilfreiche Forschung würde alle gewöhnlichen Goblins mit einem Mech ausstatten und so ihre Kampfkraft massiv erhöhen. Oh, anscheinend hatten ein paar Helden das Glück gehabt und ein paar Goblins bei ihrer Pinkelpause außerhalb ihrer Gobobots erwischt. Die solltet ihr so schnell wie möglich befreien. Zahltag. Eine Bösartigkeitsinsel wird angegriffen. Ihr habt eine eurer Bösartigkeitsinseln an den Gegner verloren.
Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Den habe ich's gegeben. Der Nahrungstransport machte sich auf in Richtung Burgers End. Natürlich würde das gut vorbereitete und überhaupt nicht überrumpelte Böse diesen gar niemals nicht ans Ziel kommen lassen. Wir haben den Essenstransport aufgehalten. Ha! Lass die Schweine hungern! Es ist Zahltag. Diese Blockade würde für das hinterhältige Böse sicherlich sehr nützlich sein, um die Zugänge nach Burgers End zu verstopfen. Gegeben.
sind Feinde in eurem Dungeon. Ich will Thanos Kopf. Euer Dungeon-Herz wird angegriffen. Die dunkle Macht erfüllt mich! Hey, du da! Da warten immer noch diese Goblins darauf, dass du deinen Arsch mal hochkriegst und sie befreist. Also los, kümmer dich drum! Verteidig das Dungeon-Herz! Ich wusste, ihr würdet... Werft mich über den Pfeil! Transport mit einer Vielzahl kulinarischer Genüsse war auf dem Weg nach Burgers End. Sehr schade, dass er sein Ziel niemals erreichen würde. Ich bin die Königin des Bösen. Ah.
Es ist Zahltag. Wir haben den Essenstransport aufgehalten. Ha, lass die Schweine hungern! Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Zeit.